Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Produktvorstellung von Spohn und Burkhardt. Mein Kollege Uwe Lutz und ich werden Ihnen heute unseren wetterfesten Einachser, den ST4, vorstellen. Hallo und vielen Dank für die Einleitung. Der kompakt bauende ST4 Joystick, ein weiteres innovatives Produkt aus unserer ST-Reihe, wurde für den Agrar- und Forstbereich, für Baumaschinen, Hebebühnen sowie für tragbare Steuerpulte entwickelt. Seine Stärken zeigt er besonders bei Einsätzen im Außenbereich. Einsatz im Außenbereich. Welche Eigenschaften sind dafür notwendig? Entscheidend ist eine hohe Schutzart sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Wind und Wetter. Dafür erreicht dieser Joystick abhängig vom aufgebauten Griff frontseitig bis zu IP67. Das heißt, er ist staubdicht und bietet Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen. Innovativ ist der Schutz gegen Wasser- und Staubeintritt in Bedienkonsolen bei beschädigter Gummistulpe. Hierfür ist der komplette Antriebsblock des Joysticks nach unten hin abgedichtet. Damit werden nicht nur elektronische Komponenten in der Bedienkonsole, sondern auch die Sensoren und Kontakte des Joysticks selbst geschützt. Weiterhin gewährleistet die Auslegung auf einen großen Betriebstemperaturbereich einen Einsatz sowohl bei tiefen Minus- wie auch bei hohen Plusgraden. Das ist sehr interessant. Gibt es weitere Besonderheiten? Unterschiedliche Antriebsmechaniken erlauben rastende oder mit Rückzug oder Reibbremse ausgeführte Versionen. Für eine analoge Sollwertvorgabe sind langlebige Leitplastikpotentiometer auch in redundanter Ausführung verfügbar. Ergänzend sind Mikroschalter für digitale Ausgangssignale anbaubar. Mit einem separaten Interface wird der Joystick CAN-OPEN-fähig. Mit welchen Griffen kann dieser Joystick ausgestattet werden? Auf dem ST4 können Griffe mit oder ohne Einbauten aufgebaut werden. Auch Griffe mit Drehbewegung oder einem Betätiger für mechanische Nullstellungsverriegelung des Joysticks. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Diese Verriegelung verhindert das ungewollte Betätigen des Joysticks, was unter Umständen zu Unfällen oder unsicheren Zuständen der Maschine führen könnte. Daher kann der Griffstängel nur aus der Nullstellung heraus bewegt werden, wenn der Teller nach oben gezogen und somit mechanisch entriegelt wird. Vielen Dank für die interessante Produktvorstellung. Weitere Informationen über diesen Joystick sowie unser Produktportfolio von Spohn und Burkhardt finden Sie auf unserer Homepage www.spohn.de. Wir freuen uns, Sie bei unserer nächsten Produktvorstellung wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön.